Die Husqvarna Automower ist mehr als nur ein Rasenmäher. Er ist ein bewährtes Mähkonzept für einen perfekten Rasen und mehr Freizeit. Um die Funktionsweise zu verdeutlichen, haben wir den Husqvarna Automower in einem großen Garten installiert. Wir erklären Ihnen, wie Automower funktioniert, wie die Installation abläuft, wie der Mäher die Rasenfläche vollständig mäht, wie er selbst komplexe Gärten bewältigt, warum er die Grasqualität verbessert, den Diebstahlschutz und weitere Sicherheitsmerkmale. Der Husqvarna Automower baut auf drei Elementen auf: dem Mäher, der Ladestation und dem Begrenzungskabel. Der Husqvarna Automower bewegt sich innerhalb einer elektronischen Begrenzung durch ein Schleifensignal, ausgehend von der Ladestation und dem Begrenzungskabel. Nähert sich der Automower dem Kabel, empfängt er das Signal, hält an und ändert seine Richtung. Husqvarna Automower arbeitet vollautomatisch. Wenn der Akku geladen werden muss, nutzt der Mäher eine von drei Methoden. Er folgt dem Funksignal der Ladestation. Er folgt einem Suchkabel oder er folgt dem Begrenzungskabel, bis das Signal der Ladestation empfangen wird. Ist der Akku wieder aufgeladen, setzt der Mäher eigenständig die Arbeit fort. Die Installation des Mähroboters muss nur einmalig vorgenommen werden, nimmt aber etwas Zeit in Anspruch. Danach haben Sie praktisch keinen Aufwand mehr. Sie können die Installation selbst vornehmen. Am bequemsten ist es aber, dies Ihrem erfahrenen und geschulten Fachhändler zu überlassen. Er verlegt das Kabel wenige Zentimeter unter der Erde oder steckt es auf dem Rasen fest. Das um den Garten verlegte Begrenzungskabel gewährleistet, dass der Automower den definierten Bereich nicht verlässt. Das Kabel kann auch Blumenbeete und andere Flächen ausgrenzen, die nicht gemäht werden sollen. Werden die Kabel auf dem Hin- und Rückweg eng nebeneinander verlegt, hebt sich das Signal auf. Der Mähroboter mäht einfach weiter und sie schaffen sogenannte Inseln. Der Husqvarna Automower hat Stoßsensoren, die dafür sorgen, dass er bei Berührung eines Hindernisses stoppt und eine andere Richtung einschlägt. Hindernisse wie Bäume und Mauern müssen daher nicht unbedingt ausgegrenzt werden. Das Abgrenzen schützt den Mäher jedoch vor Kratzern. Abgelegene Stellen und schmale Durchgänge erreicht der Mähroboter, indem sie Suchkabel verlegen. Durch die GPS-unterstützte Navigation einiger Modelle wird das Bewegungsmuster zusätzlich optimiert. Wir haben den Mähroboter auf der höchsten Schnitthöhe in Bewegung gesetzt. Der Husqvarna Automower bewegt sich nach einem freien Bewegungsmuster, um jede Stelle im Garten zu erreichen. Durch das Mähen aus verschiedenen Richtungen wird der Schnitt außerdem besonders gleichmäßig. Egal ob unter Büschen, Bänken, zwischen Bäume. Er kommt überall hin. In der Regel ist das Gras je nach Größe des Gartens nach 2 Tagen vollständig gemäht. Nun verringern wir die Schnitthöhe. Der Automower mäht auch auf unwegsamem Gelände. Steigungen, Bodenunebenheiten und Hindernisse sind kein Problem. Er wurde für den Einsatz im Regen entwickelt. Die Rasenpflege wird bei Regen nicht vernachlässigt. Der Husqvarna Automower ist so flüsterleise, dass Sie ihn praktisch nicht hören werden. Die Arbeitszeiten bestimmen Sie. Sie können zum Beispiel festlegen, dass er nur vormittags mäht, so dass Sie den Rasen nachmittags und abends nutzen können. Die Einstellung erfolgt über das Display des Automowers oder die App Automower Connect. Husqvarna besitzt über 20 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Mährobotern und hat die bewährte Technik seither perfektioniert. Das Wichtigste, die Zuverlässigkeit. Auch wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, können Sie sicher sein, dass Ihr Rasen gepflegt wird. Bereits nach einer Woche ist ein großer Unterschied festzustellen. Das Gras ist gleichmäßig gemäht und wird nicht mehr zu hoch werden. Nun wird der Rasen zusehends schöner und gesünder. Husqvarna Automower mäht das Gras ständig, aber immer nur wenige Millimeter. Diese Mähmethode ist besonders sanft und wirkt Moosbefall entgegen.
Bisher haben sie wahrscheinlich erst gemäht, wenn das Gras zu hoch war und dann gleich mehrere Zentimeter gekürzt. Der grobe Grasschnitt musste zusätzlich mit einem Fangkorb gefangen und entsorgt werden. Im Schnittgut finden sich aber wichtige Nährstoffe, die der Boden verwerten kann. Durch das häufige Mähen ist bei Husqvarna Automower der Grasschnitt sehr fein. Er fällt zu Boden, zersetzt sich innerhalb kürzester Zeit und dient dem Rasen als natürlicher Dünger. Die rasiermesserscharfen Klingen des Automower schneiden das Gras sauber ab. Das Schnittbild wird so nochmals verbessert. Es gibt zwei Arten von Mähsystemen. Bei dem einen wird das Gras mit schweren, massiven Stahlmessern und hoher kinetischer Energie abgerissen. Der Automower hingegen ist mit leichten, schwenkbaren Sicherheitsklingen ausgestattet. Treffen die Klingen auf einen harten Gegenstand, ziehen sie sich in die Messerscheibe zurück. Zusätzlich ist Automower mit mehreren Sensoren ausgestattet. Wird er angehoben, bleibt die Messerscheibe stehen. Berührt Automower ein Hindernis, stoppt er und schlägt eine andere Richtung ein. Der Husqvarna Automower wird durch mehrere Elemente vor Diebstahl geschützt. Wird der Mäher aus seinem Mähbereich gehoben, ertönt ein lauter Alarm. Ohne PIN-Code kann dieser Alarm nicht abgeschaltet werden. Der PIN-Code ist auch für die Inbetriebnahme des Mähers notwendig. Ohne dazugehörige Ladestation ist der Mäher für Dritte praktisch nutzlos. Kommt es dennoch zu einem Diebstahl, der bei Husqvarna gemeldet wird, kann der Mäher bei Auftauchen seinem ursprünglichen Besitzer zugeordnet werden. Einige Automower-Modelle verfügen außerdem über ein GPS-Modul, über das der Mäher geortet werden kann. Die verschiedenen Husqvarna Automower-Modelle eignen sich für kleine Gärten bis hin zu großen Flächen. Eines haben aber alle Modelle gemein. Sie mähen verlässlich, nach dem bewährten Mähprinzip und bewältigen selbst schwierige Gärten. Kurz gesagt, nach Installation eines Husqvarna Automower können Sie sich das ganze Jahr über einen schönen und gesunden Rasen freuen, ganz ohne Aufwand.